Dafür weiß ich nicht, dass es Suppe ist. Jeder konnte so viel er wollte aus dem Suppentopf nehmen. Schließlich war nur noch ein winziger Rest übrig und den wollte unbedingt Michel haben. Aber wie sollte er da rankommen? Die einzige Möglichkeit für ihn war, den Kopf in die Schüssel zu stecken und die Suppe auszuschlürfen. Aber was soll denn das, Michel? Ich sitze fest! Um Gottes Willen, Kind! Warte, warte, ich werde dir helfen! Ist denn das zu fassen? Warum musst du auch den Kopf da hineinstecken? Die Schüssel sitzt fest. Den Kopf kriegt keiner mehr raus. So schöne Schüssel, wo tun wir bloß Donnerstag die Erbsensuppe rein? Du dummes Ding. Wir können den Jungen doch nicht bis Donnerstag in der Suppenschüssel stecken lassen. Mann, sag doch was. Was sollen wir denn tun? Wir nehmen den Schürhaken. Da ist er ja. Damit werden wir die Schüssel kaputt schlagen. Nein, hast du den Verstand verloren? Die Schüssel hat 4 Kronen gekostet. Lass es mich versuchen. Aber der Junge... Sicher muss er jetzt das...